Hallo und herzlich willkommen im Keller und ich möchte mich mal ein bisschen zu Regenschutz, ich sag mal Kleidung auslassen. Ein Poncho zählt jetzt mal als Kleidung. Ist es ja auch. Was soll es sonst sein? Ein Tarp. Ja, auch irgendwie. Egal. Jedenfalls trotzdem zu Regenschutzkleidung möchte ich mich mal auslassen und möchte darauf vorher erstmal wichtigerweise darauf hinweisen, dass alles, was nun folgt, allein meine Meinung ist. Und Regenschutzkleidung ist so ähnlich wie Hängematte oder auf dem Boden schlafen, also unterm Tarp. Das ist so ein bisschen persönliche Veranlagung, ein bisschen Religionsfrage. Der eine mag das lieber, der andere mag jenes lieber. Und dann gibt es natürlich noch die große Frage, teuer versus billig. Kommt man auch mit billiger Ausrüstung gut zurecht? Muss es unbedingt das Teure sein? Das sind so, ja, fast schon religiöse Fragestellungen, die man da in den Raum schmeißen muss, wann immer man über viele Ausrüstungsgegenstände diskutiert und dazu gehört sicherlich auch der Regenschutz. Und gerade eben, da wir es ja jetzt, da ich in diesem Video jetzt mal mehrere Gruppen von möglichen am Wald interessierten Outdoor-Freunden ansprechen möchte, muss man da wirklich ordentlich unterscheiden. Und alles, was ich jetzt erzähle, ist halt meine Meinung, wie man ganz gut mit dem Thema Regenklamotten umgehen kann. Ich bin schon davon überzeugt, dass das ein möglicher Weg ist, der gut funktioniert. Es ist aber sicherlich nicht der einzige, der gut funktioniert. Und je nach persönlicher Veranlagung mag es Leute geben, die brauchen überhaupt keine Regenkleidung. Habe ich auch schon gesehen. Schotten im strömenden Regen, die als Regenklamotten einen Hut auf hatten. Sehr gute Wahl. Sehr gute Wahl. Und ja, uns dann quasi erklärt haben, also meiner Gruppe, mit der ich da unterwegs war, was denn, ich hab doch Regenklamotten an, schaut meinen Hut. Und ansonsten hatte der Jeans und einen dicken Wollpulli an. Aber wirklich bei strömendem Mistwetter, wo wir schon sowas von die Schnauze voll hatten und in irgendwelche Hightech-Materialien gehüllt waren, lief der so rum und es schien ihm nicht das Geringste auszumachen. Ist vielleicht ganz authentisch, wenn man sich anguckt, dass die ollen Highlander da mit ihrem Kilt und so weiter und so fort ja auch nicht wirklich irgendwelche Regenschutzklamotten gehabt haben. Und historisch ist meiner Meinung nach und meines Wissens der erfolgreichste Regenschutz bis zur Entwicklung des Kunststoffs eine Wolldecke gewesen. Also vielleicht auch eine Hightech-Wolldecke für die damalige Zeit, so ein Lodenmantel beispielsweise. Aber was viel Besseres gab es eigentlich nicht, bis man die Plastikfolie sozusagen erfunden hat, beziehungsweise herausgefunden hat, dass man die auch anziehen kann. Gut, ja, also das einfach vorneweg. Muss nicht alles stimmen, was ich hier sage, schon gar nicht für jeden, ist nur eine Möglichkeit, mit dem Thema umzugehen. Und damit richtet sich dieses Video natürlich vor allen Dingen eben an Anfänger, die sich da noch nicht groß mit auseinandergesetzt haben mit der Thematik, und einfach mal für den Einstieg ein paar Dinge dazu hören möchten. Ein paar viele Dinge, weil natürlich werde ich wahrscheinlich ein bisschen länger brauchen für dieses Video. So, und jetzt müssen wir mal unterscheiden, was haben wir eigentlich vor? Da ich ja von Anfängern jetzt erstmal spreche, werdet ihr hoffentlich nicht unbedingt für den Einstieg gleich vorhaben, irgendwelche super langen Wanderungen jenseits des Polarkreises zu unternehmen. Andererseits, so habe ich auch angefangen, geht also auch. Man kann auch gleich da oben anfangen und dann erst später auf die Idee kommen, dass man ja auch in Deutschland rumschleichen muss. Macht vielleicht nicht unbedingt Sinn. Kann man aber machen, wie gesagt. Ich gehe jetzt auch mal davon aus, dass ihr erstmal so ein bisschen reinkommen wollt in die ganze Outdoor-Geschichte und nicht unbedingt mit Trekking anfangen, Wildnis-Trekking auch noch gleich, sondern jetzt einfach mal ein bisschen in den Wald gehen und da ein paar Bucheckern sammeln und die verzehren oder irgendwelche sonstigen Kräuterchen einsammeln und so einfach mal so ein klein wenig Bushcraft, ein bisschen was schnitzen. Speer bauen, auf imaginäres Wildschweinjagd gehen. Bitte nur imaginäres Wildschwein, ja nicht dahin, wo die Viecher wirklich sind, sonst wird das keine gute Idee sein. Aber ja, irgendwie sowas. Oder ein bisschen mit dem selbstgebauten Bogen rumschießen oder ja, was man da halt so macht. Und dann braucht ihr eigentlich für den Anfang keinen besonders tollen und schon gar nicht einen teuren Regenschutz. Sondern ich würde empfehlen, gerade wenn man jetzt so der Einsteiger ist und sich so die ersten Waldklamotten und so weiter und so fort zulegen möchte, wieso nicht erstmal mit einer Universaljacke starten? Hosentechnisch,
Wenn man so eine normale Outdoor-Hose, also zum Beispiel so eine alte Militärhose, eine Bundeswehrhose oder sowas in der Richtung hat, das langt für den Anfang auch mal einigermaßen. Die hält schon auch mal eine Ecke Regen ab. Ich gehe mal davon aus, dass man sich am Anfang vielleicht auch einfach mal unterstellen wird, wenn es halt dann in Strömen regnet. Oder man hat natürlich auch ein Tarp dabei, eine Baumarktplane oder sonst was, hängt sich die dann halt eben schnell auf und stellt sich einfach unter, solange es regnet. Für den Einsteiger Bushcraft ist das sicherlich eine Option, da hat man ja keine Notwendigkeit, jetzt ewig im Regen rumzustehen. So, und deswegen als Einsteigerkleidungsstück, auch im Sinne des Wetterschutzes, würde ich eine Softshelljacke empfehlen. Eine sogenannte Softshelljacke. Die ist jetzt das Gegenstück zur Hardshell-Jacke. Eine Hardshell-Jacke ist dann zum Beispiel sowas. Das ist eine 100% wetterfeste Kleidung, die auch als wasserdicht gilt. Heißt, da kann es dann ewig lange draufregnen, nach Möglichkeit ewig lange, wenn es gute ist, und nichts geht durch. So, und so eine Softshell-Jacke, die funktioniert jetzt so, dass die ein Kunststoffgewebe ist, ist immer Kunststoff. Was für einer spielt eigentlich keine so große Rolle, ist aber immer ein wenig. Na, man kann es hier, glaube ich, sehen, elastisch und ist deshalb sehr stark wasserabweisend, also sehr stark bis nur stark, also schon auf jeden Fall immer ordentlich. Und das ist ein ganz billiges Ding hier übrigens, weil die Fasern sehr, 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 sehr eng gewebt sind und wenn man dann herangeht, dann stellt man fest, dass man auch keine einzelnen, ja, man kann ja fast schon keine Struktur erkennen. Das hat kein Karo-Muster wie ein Wollpulli beispielsweise, der relativ grob gewebt ist aus relativ dicken Wollfäden, sondern es sind halt ganz feine Fäden, eine sehr feste Struktur, und das lässt nur wenig Zwischenraum zwischen den Fäden, was dazu führt, dass das Ding A, winddicht ist, weil der Wind da nicht so schnell durchpusten kann durch diese sehr engen Zwischenräume und daher kommt halt eben auch eine gewisse starke Regenresistenz, weil bis der Regen dann durch diese Zwischenräume durch ist, das dauert auch lange, lange, lange. Was als erstes dann wahrscheinlich durchweichen wird, sind Nähte, weil Nähte sind natürlich Löcher im Material, also hier hätten wir zum Beispiel welche und durch die zieht dann am schnellsten in der Regel das Wasser durch. Also das Ding ist ein bisschen warm, bisschen bis ziemlich, kommt darauf an, ob es noch gefüttert ist oder nicht, so eine Softshelljacke und hält halt schon sehr viel Wetter aus. Und ja, das meiner Meinung nach die optimale Wetterschutzklamotte für den Ein-Einsteiger, also den wirklich, der noch nichts hat und hier sich jetzt die erste Wetterschutzklamotte seines Lebens kaufen möchte, dann leg doch mit sowas los und übertreib's nicht gleich und renne nicht gleich durch den aller strömendsten Regen eben durch und wirst dabei trocken bleiben, sondern im Wald ist es ja auch immer so, dass man immer einen gewissen Regenschutz hat durch die Bäume. Es tropft länger, weil dann die Bäume irgendwann nass sind und dann abtropfen, obwohl schon längst aufgehört hat zu regnen draußen. Aber es kommt immer nicht so extrem auf einmal runter, wie das im Flachland der Fall sein sollte. Und da der Anfänger ja eben im Wald anfängt, gehen wir jetzt davon aus, ist das dann alles nicht so dramatisch. So, zu dem Ding gibt es eigentlich sonst nicht mehr viel zu sagen. Winddicht, stark wasserresistent, einigermaßen warm. Problem? Sommer. Weil Sommer ist einigermaßen warm, schon zu warm. Da gibt es zwei Optionen. Option A, ja scheißegal, im Sommer kann ich ja ruhig nass werden, ist ja eh warm. Kann man machen, wenn man entsprechend hart drauf ist, ist das eine Option. Option B, wäre dann tatsächlich eine einfache, günstige, beschichtete Regenklamotte. So, wo habe ich jetzt sowas rumliegen? Hier. Ist jetzt in diesem Fall eine Hose, tut aber nichts zur Sache. Nämlich handelt es sich bei beschichteten Regenklamotten um wieder mal so ein Kunststoffgewebe, meistens jetzt nicht mehr dehnfähig. Hier nicht der Fall, das gröber gewebt ist, aber jetzt mit irgendeinem, sagen wir mal, wasserfesten Silikon zum Beispiel beschichtet ist. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Silikone schon eine sehr hochwertige. Und da kann man jetzt grob unterscheiden. Dazu habe ich hier noch einen Poncho, einen alten, einen sehr alten, bestimmt 40 Jahre oder was. Wie gut die Beschichtung jetzt nun ist. Inzwischen kriegt man allerdings fast nichts mehr, was auf dem Niveau von diesem Poncho ist. Das ist jetzt nicht mehr aktuell, sondern eigentlich fast nur noch Sachen, die auf dem Niveau dieser Hose sind. Was ist der Unterschied? Wenn wir uns jetzt diesen Poncho hier mal angucken, dann haben wir quasi
man kann es, glaube ich, erahnen, wenn ich das hier so halte, eine sehr dünne Plastikfolie in Anführungszeichen. Und auf die, die per se nicht wasserdicht ist, die jetzt auch aus einem durchaus strapazierfähigen Material ist, das ist ja schon ein guter Poncho damals gewesen, der ist von Fjällräven, das ist ja schon ein sehr hochpreisiges Produkt. Alles, was von Fjällräven kommt, ist sehr hochpreisig, ob das so sein muss oder nicht. Kann ich nachher noch ein paar Worte zu verlieren. Aber hier handelt es sich jetzt bloß um einen einfach beschichteten Kunststoff. Das heißt, man hat also auf das Material quasi eine, wie eine Wachsschicht, eine Schicht, denn sagen wir jetzt mal, es wäre Silikon gewesen, aufgetragen. Und damit ist das Ganze jetzt wasserdicht. Das Blöde ist jetzt, dass diese Schicht, die da drauf ist, A, relativ schnell abgerieben werden kann. Also man kann sie tatsächlich abrubbeln. Das ist so was, was einfach dazu führt, dass eine solche Klamotte zwar einfach herzustellen, billig ist, weil diese Schicht ist da schnell einfach mal drauf gesprüht oder wie auch immer das maschinell gemacht wird, das weiß ich auch nicht. Aber sie ist halt auch schnell wieder runter, vergleichsweise. Und das Problem, diese geschlossene Schicht, die mag zwar eine Zeit lang wirklich absolut wasserdicht sein, lässt halt auch keine Feuchtigkeit von innen nach außen. Dazu übrigens jetzt doch nochmal kurz zurück zur Softshelljacke. Die ist auch deswegen toll, weil die atmungsaktiv ist. Heißt, wenn ihr in dieser Jacke hockt und vor euch hinschwitzt und entsprechend Wasserdampf abdampft, also Schweiß in Gasform, ne, dann geht das durch diese Poren hier durch. Weil Gas ist halt eben von der Oberflächenstruktur her nochmal ein bisschen anders beschaffen als Wasser. Wasser geht da noch nicht durch, Wind auch nicht, weil damit zu viel Heftigkeit ankommt. Aber dieser Dampf, dieses Gas mit den weit auseinanderliegenden Molekülen und dieser sehr, 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 sehr geringen Dichte, das ist so fein, das kommt durch diese Löcher in dem Stoff einfach durch. So. Das hier hat aber überhaupt keine Löcher. Das heißt, irgendwann wird man dadurch nass, dass man im eigenen Saft steht. Habt ihr auch garantiert schon mal gehört. Passiert übrigens auch, wenn man sich eine Rettungsdecke einwickelt. Je nach persönlicher Konstitution. Beim einen schneller, beim anderen weniger schnell. Und es hängt natürlich auch davon ab, wie kalt es draußen ist. Wenn es so arschkalt ist, dass man die ganze Zeit nur am Frieren ist, dann schwitzt man gar nicht. Dann kann man sich auch in eine Rettungsdecke einwickeln, ohne dass man nass wird. Aber im Sommer zum Beispiel bei hohen Temperaturen, dann hast du relativ schnell deine private eigene Sauna. Und das passiert einem halt auch bei so einem günstigen, einfach beschichteten, sei es ein Poncho oder eine Jacke oder was auch immer. Und jetzt gibt es die hochwertige Beschichtung. Die haben wir jetzt bei dieser Jacke, bei dieser Hose. Das ist, nun mal so aus reiner Neugier, eine sehr stabile Regenhose aus einem sehr dichten Material. Die ist auch vergleichsweise schwer. Die ist gedacht für ja, bergige, raue Klimata. Ich benutze gerne, wenn ich im Wald eine Regenhose brauche. Brauche ich eigentlich fast nie, aber wenn ich doch mal wirklich im Wald eine Regenhose haben will und im Gebüsch unterwegs bin, gibt es auch die Option, dass ich meine Standard tolle Regenhose, wenn ich jetzt wüsste, wo sie liegt. Nein, hier liegt sie nicht. Dann liegt sie irgendwo ganz anders. Ist auch nicht so wichtig. Die aus einem ähnlich dünnen Material, wie zum Beispiel diese Fahrradjacke hier ist, im Wald anziehe. Aber das reißt einem mit den Dornen sofort. Ne? Das ist zwar tolles Material, aber geht gar nicht. Man braucht dann also gerade an den Beinen, wie ich finde, wenn man eine Regenkleidung trägt, Klamotten, unbedingt im Wald was Robustes und deswegen habe ich halt für diesen Zweck diese Regenhose. Und da ist es jetzt so, die ist auch beschichtet, wasserdicht, bloß beschichtet in Anführungszeichen, aber hochwertige Beschichtung. Das heißt, dass man das, sagen wir mal, es ist Silikon, um die einzelnen Fasern quasi drumherum gewickelt hat. Also die einzelne Faser ist per se mit einer Schicht aus Silikon umhüllt und das führt einfach dazu, dass zwischen den Silikonfasern sozusagen trotzdem noch winzig kleine Löchlein sind im Faserverbund und dann kann wieder der Wasserdampf nach außen entweichen. Trotzdem geht durch die wasserabweisende Wirkung dieser Fasern hier auch überhaupt kein Wasser rein. Aber auch so eine Beschichtung, so eine Silikonbeschichtung in hochwertig um die einzelne Faser reibt sich irgendwann mechanisch ab. Und bei der Hose zum Beispiel, die habe ich jetzt schon eine ganze Weile, ist der Hintern schon völlig undicht. Also wenn man sich damit auf irgendwas Nasses draufsetzt, dann hat man in dem Moment auch einen nassen Hintern. Vielleicht brauche ich irgendwann mal eine neue Waldregenhose, aber da ich im Wald wirklich ganz selten überhaupt eine Regenhose anhabe, nee, eigentlich nicht. Ja,
Also das sind die beiden Möglichkeiten mit der beschichteten Kleidung und im Sommer bietet sich sowas in günstig an. Man kriegt eine, jetzt nicht besonders strapazierfähige zugegeben, aber eine einfache Regenhose kriegt man mit einer einfachen Beschichtung für 30 Euro. Besonders umweltfreundlich sind übrigens beschichtete Regenklamotten nie, weil die Beschichtung, die drauf ist, das ist was, was nicht, ja logischerweise ist der Beschichtungsstoff, sei es Silikon oder was auch immer, immer nicht wasserlöslich. Wäre ja sonst auch blöd, sonst wird es beim ersten Waschen ja sofort abgehen. Trotzdem löst sich hin und wieder mal das eine oder andere Molekül von dem Stoff, mit dem das Ganze beschichtet ist. Und das Doofe ist jetzt, was nicht wasserlöslich ist und in der Regel auch nicht fettlöslich und in der Regel auch keine Nährstoffe enthält, wird biologisch nicht abgebaut. Und da haben wir jetzt aktuell so den interessanten Effekt, dass man im Eis der Antarktis jede Menge interessante Kunststoffe findet, in einzelnen kleinen Molekülen quasi, so vereinzelt da auftretend, die von Beschichtungen wasserdichter Outdoor-Klamotten stammen. Gerade eben, wenn man dann sowas nachimprägniert, da gibt es nämlich so schöne Sprays, mit denen kann man das dann wieder einsprühen, dann ist es wieder super wasserdicht. Hebt nicht so lange wie das, was ursprünglich mal maschinell draufgetragen wurde, aber man kann das schon machen und hat dann wieder wunderbar wasserdichte Klamotten. Mehr oder weniger, funktioniert mal nicht so gut, mal ein bisschen besser, meiner Erfahrung nach. Aber gerade sowas, das landet in der Antarktis im ewigen Eis. Im nicht mehr so lange ewigen Eis wahrscheinlich, so wie es gerade aussieht, aber ja, in irgendeinem Eis, sofern es noch welches gibt, landet es. Es landet auf jeden Fall in irgendeiner Form im Ökosystem. Jetzt haben wir noch nicht nachweisen können, ob das für das Ökosystem furchtbar schlimm ist, wenn da so kleine Partikel drin sind, die niemand irgendwie abbauen kann, die da einfach sind. Man weiß nicht, sind die irgendwie giftig, haben die irgendwelche negativen Auswirkungen auf irgendeinen Organismus, kann man alles noch nicht nachweisen. Aber ich bin mal pessimistisch und gehe davon aus, dass es vielleicht nicht so gesund sein wird, wenn das irgendwann ganz, 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 ganz viele dieser kleinen, absolut unabbaubaren Plastikpartikelchen sind, die überall rumfliegen. Gibt es ja noch andere Beispiele für Mikroplastik, was überall rumfliegt, aber im Fall von solchen Beschichtungen ist es Mikroplastik, was wirklich auf Molekülebene in verschiedenen, allen Ökosystemen des Planeten inzwischen herumfliegt. Gut, also das allgemein dazu, das hält mich nicht davon ab, trotzdem hin und wieder solche Klamotten zu verwenden, weil ich bin halt ein wahnsinnig schlechter Mensch. Im Übrigen, die einzige sinnvolle Konsequenz, die man ergreifen könnte, um dem Planeten ja keinen Schaden zuzufügen, ist Suizid als Mensch. Sobald man ein halbwegs, sag ich mal, spaßiges Leben führen möchte, gerade als Mensch, der das Glück hatte, im richtigen Land, zum Beispiel Deutschland, geboren zu sein und demzufolge grundsätzlich immer einen gewissen Mindestlebensstandard leben zu können, der zum Beispiel die Verwendung von regendichten Klamotten mit einschließt, hat man eigentlich keine wirkliche Wahl, als so reich zu sein, dass man all den Mist, den man anstellt, kompensieren kann. Ja, um das kompensieren zu können, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich kaufe mir sowas, aber dafür kaufe ich auch gleichzeitig 5 Hektar Regenwald und lasse die schützen. Das könnte man machen. Das wäre vielleicht ein ganz guter Deal. Das Blöde ist, ich bin reich genug, um mir sowas zu kaufen. Ich bin aber nicht reich genug, mir für jede Regenhose 5 Hektar Regenwald zu kaufen und die dann zu schützen. Und damit bin ich ein schlechter Mensch. Und ihr wahrscheinlich auch. Und das haben wir gemeinsam. Und das ist doch schon mal eine schöne Ausgangsbasis, um weiterzumachen mit dem, was Homo sapiens so tut. Ist nicht so einfach, das sein zu lassen. Ist wirklich nicht so einfach. Einzig konsequente Lösung wäre wirklich Suizid. Naja. Also selbst der Veganer. Selbst der Veganer ist Teil des Problems. Wenn auch ein kleineres Problem, Teil des Problems als ich. Es sei denn, es ist ein Veganer, der gerne mal zum Shoppen nach New York fliegt oder ähnliches. Oder um sich da einen veganen Smoothie zu holen. Dann, nein, dann ist er schlimmer als ich. Naja, da kann man jetzt lange drüber diskutieren und ich schweife ab. So, wir haben also jetzt für den Wald die Möglichkeiten eben der Softshelljacke, wie ich finde, und dann halt eben der einfachen beschichteten Regenkleidung in Robust. Weil in nicht robust macht keinen Sinn, weil wir reden vom Wald. Wir werden abseits der Wege unterwegs sein im Wald, gehe ich mal schwer davon aus. Das heißt, wir haben da Äste. Und ich kann euch anhand dieser Fahrradregenjacke, die ja nicht für den Kontakt mit irgendwas anderen als wirklich Regen auf dem Fahrrad gebaut worden ist, mal zeigen, was passiert, wenn man damit doch ein bisschen im Wald rumrennt, wenn ich die entsprechende Stelle finde.
Tada! Also hier, ich hoffe, man kann es hier, glaube ich, ganz gut sehen. Da bin ich einmal ein Stückchen durch den Wald. Ich wollte nur zum Pinkeln gehen quasi und bin ein bisschen durch den Wald, habe halt nicht aufgepasst mit den Zweigen und Ästen, die da so rumhingen, und dann sah mein Ärmel danach so aus. Ist natürlich nicht so zielführend. Und deswegen, meine persönliche Erfahrung ist halt eben Regenklamotten im Wald, schön robust, nicht irgendwie so ein hauchdünnes Foliengespinst, wie das hier jetzt der Fall ist. Dazu komme ich aber nachher nochmal ein bisschen ausführlicher. Das bringt's nicht. Was hingegen durchaus was bringt, ist halt dann eben wieder der besagte Poncho. Insbesondere ein robuster Poncho. Der hier ist jetzt schon ziemlich robust. Also muss man schon sagen, der hält einiges aus. Das ist zwar ein sehr dünnes, sehr leichtes Material. Wie gesagt, der dürfte ungefähr arschteuer gewesen sein, als den mein Vater sich den damals gekauft hat. Hab das Ding geerbt. War damals wahrscheinlich auch wirklich absolutes Hightech-Produkt. Heutzutage halt nichts Besonderes mehr. Den würde ich im Wald anziehen. Habe ich bisher noch nicht gemacht, weil ich ja andere Alternativen besitze und habe den auch noch gar nicht so lange wiedergefunden. Der lag hier im Keller rum, bis ich den aufgeräumt habe. Aber zum Beispiel so ein Bundeswehr-Poncho, den muss ich jetzt nicht in die Kamera halten, der dürfte bekannt sein. Der ist ultimativ robust, ist ultimativ wasserdicht, ist aber halt wieder überhaupt nicht atmungsaktiv. Soll heißen, wenn man zum Beispiel im Wald auch nur nicht sehr sportintensive Tätigkeiten vorhat und dann nur so ein paar Schritte mal in den Wald reinmacht, um dann halt irgendwie im Lager ein bisschen sich aufzuhalten, ein bisschen zu schnitzen, vielleicht ein kleines bisschen ganz gemütlich Brennholz zu sammeln und so weiter, sehr bewegungsarme Aktivitäten größtenteils, dann würde ich grundsätzlich immer einen Poncho als Regenschutz für den Wald empfehlen, weil man kann sich auch mal vollständig drunter hocken, wenn es jetzt so richtig runterplattert, dann macht man halt mal eine halbe Stunde Pause und hockt im Regen unterm Poncho und freut sich des Lebens, weil nass wird man dann nämlich nicht. Sei denn, es ist auch wieder knalle Hochsommer und es ist unglaublich heiß, dann kann man auch im ganz normalen Rumsitzen und nichts tun, unter dem Ding trotzdem Sauna haben. Aber ja, es ist auf jeden Fall eine sehr günstige Alternative, weil einfache Ponchos kriegt man auch schon für 20, 30 Euro. Das sind dann halt vielleicht jetzt nicht unbedingt die nachhaltigsten Ponchos aller Zeiten. Deswegen möchte ich gerne wirklich den Original BW Poncho empfehlen, weil der kriegt man nur gebraucht. Der ist dann trotzdem immer noch dicht und der hat schon viele, viele Jahre Lebensdauer auf dem Buckel. Also so rein vom Öko-Gedanken, vom Nachhaltigkeitsgedanken her ist ein schon gebrauchtes Produkt jetzt nochmal 10, 20 Jahre länger benutzen unglaublich nachhaltig. Deshalb meiner Meinung nach wirklich ein nach wie vor großartiges Produkt, der Bundeswehr-Poncho. Alternativ auch ein gebrauchter Militär-Poncho einer beliebigen anderen Armee. Scheißegal. Also Poncho auch gut. Poncho hat allerdings im Wald jetzt wieder den großen Nachteil, wenn man sich da halt eben bewegt und sich irgendwo befindet, wo es Äste gibt und ähnliches Zeug. Man bleibt mit dem Ding halt auch überall hängen. Wenn der einem dann vom Ast quasi weggerissen wird, so halber, dann kriegt man jede Menge Wasser wahrscheinlich auch unter dem Poncho. Teilweise kippt man sich dann das Wasser, was am Poncho dranhängt, auch in den Nacken. Habe ich auch schon geschafft. Gerade wenn man die Kapuze nicht aufhat, weil man einen Hut aufhat und die Kapuze läuft einem hinten voll. Und dann irgendwann kommt man auf die Idee, jetzt könnte man die ja mal kurz überziehen, weil man gerade den Hut mal, der Hut irgendwann durch ist. Dann hat man nämlich einen ganzen Schwall Wasser, den man sich dann über den Schädel kippt. Alles schon da gewesen. Poncho ist immer so mit einem gewissen Vorsicht, Maß an Vorsicht zu genießen. Er hat dann allerdings nochmal den großen Vorteil, dass man auch den Rucksack mit drunter ziehen kann. Also man braucht nicht noch extra irgendeine Vorrichtung, um seine Ausrüstung im Rucksack vor Wasser großartig zu schützen. Das geht dann mit dem Poncho selber auch schon ganz gut. Blöd ist dann wieder, wenn man den Rucksack abziehen möchte, dann hat man die Wahl. Hält man den Poncho an und ist selber regengeschützt oder legt man den Poncho über den Rucksack und wird selber nass. Ja. Aber gut, zu Poncho habe ich auch, zum Bundeswehr-Poncho habe ich mal ein eigenes Video schon gemacht. Deshalb möchte ich eben auf den auch nicht mehr so sehr rumreiten und habe da auch schon relativ viel diskutiert. Ist ein Poncho denn jetzt überhaupt sinnvoll oder nicht? Gut, so, jetzt haben wir noch eine dritte Möglichkeit, neben eben eine vierte Möglichkeit. Softshelljacke, einfache beschichtete Regenklamotten, ein Poncho und tatsächlich die Mittelalter-Variante, irgendwelche Wasserschutz-Wollklamotten.
beziehungsweise in die gleiche Richtung haut aktuell so diverses Hightech-Zeug, was allerdings schon wieder so saumäßig teuer ist, dass ich da schon wieder sagen würde, das braucht man nur, wenn man vorher schon weiß, dass man echt der Hardcore-Bushcrafter ist und das sein Leben lang machen möchte. Dann kann man darüber nachdenken, ob man sich nicht mal irgend so einen Hightech-Bushcrafter-Anorak oder sonst was zulegt aus. Das Funkprinzip ist ähnlich wie beim Softshell-Material, einer so dicht gewebten Faser, die per se ohnehin schon wasserabweisend ist, dass das ganze Ding tatsächlich wasserdicht ist. Oder zumindest über einen sehr, sehr langen Zeitraum wasserdicht. Aber wie gesagt, das ist da wieder ein Preisniveau, da sind wir bei den Kosten von Gore-Tex-Jacken. Also so 200 Euro aufwärts sicher. Kann man aber auch machen. Wäre die Hightech-Variante. Die Steinzeit-Variante, die aber auch sehr teuer ist, so ein Ding kriegen, wenn man es nicht sowieso gerade schon irgendwo geerbt hat oder so, das ist saumäßig teuer, weil es halt auch wenig Markt für gibt und die nach wie vor oft auch mit traditionellen Methoden hergestellt werden. Und das macht sie sehr teuer, sind zum Beispiel Lodenmäntel. Loden ist ein sehr, sehr, sehr dicht gewebter Wollstoff. Wolle per se, das sind ja Haare, ist wasserfest, ne? Nimmt kein Wasser auf, saugt kein Wasser auf. Und dazu kommt noch, dass bei ja, so richtig guten Lodenmänteln die Wolle nicht stark bearbeitet worden ist, möglichst wenig bearbeitet wurde eigentlich, damit da halt eben das Wollfett vom Schaf noch dran ist. Und Fett ist bekanntlich auch wasserabweisend. Man hat da also quasi einen eingefetteten Wollmantel mit Original-Schaffett. Wer ein Schaffell besitzt, der wird vielleicht auch schon festgestellt haben, sollte man dieses Ding mal eingesaut haben mit irgendwas. Der Dreck geht meistens von alleine relativ schnell wieder ab. Man kann den einfach abklopfen, ausklopfen, ein bisschen wegbürsten. Waschen muss man so ein Schaffell eigentlich so gut wie nie. Da müsste man schon großen Mist mit anstellen, dass man das dann mal waschen muss. Und das liegt halt eben auch an diesem Fettfilm, der den Haaren halt eben anhaftet. Das natürliche Fett. Schaffett so rum, was auch dafür sorgt, dass so ein Schaf im Regen in Schottland einen so richtig cool anguckt, sondern Motto, mir macht das überhaupt nichts aus. Ich habe die schon so oft beneidet, diese Scheißviecher. Und ja, das kann man sich auch zu Nutze machen, indem man sich halt eben ein Schaf anzieht, umwickelt sozusagen. Aber wie gesagt, Lodenmäntel, großartige Sache. Ich besitze keinen, ich will immer mal einen haben. Werde ich mir irgendwann auch mal zulegen, wenn ich mal wieder aufgehört habe, Geld für andere Sachen auszugeben. Aber definitiv, großartige Lösung. Und ich kann jeden nur beneiden, der sowas besitzt. Andererseits muss man natürlich auch sagen, wenn die Nonplusultra-Lösung für alle Lebenslagen gewesen wären, diese Mäntel, dann gäbe es heutzutage vielleicht nicht unbedingt all die Hightech-Alternativen, die halt eben inzwischen bestehen. Und für ganz lange Scheißwetteraufenthalte ist das vielleicht doch nicht so optimal. Außerdem lässt sich das dann alles andere als klein verpacken und so ein Ding wiegt ewig viel. Wenn man also auch bei gutem Wetter zwischendrin unterwegs ist und will seinen Lodenmantel dann zu einem gefühlt solchen Bundel zusammenpacken und in den Rucksack stecken, ja gut, daraus entstehen dann halt wieder ganz eigene Probleme. Außerdem, wenn das Teil mal durchgeweicht ist, dann muss man es erstmal trocken kriegen. Also schon mit Vorsicht zu genießen, ist schon was für den Fortgeschrittenen. Ist definitiv was für den Fortgeschrittenen.